Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Expeditions, a Mudrunner Game. Heute mit allen außer Sebastian und wir werden heute schwere Maschinerie durch die Gegend fahren. Genau. Spiel ist vor kurzem rausgekommen. Vielleicht haben ein paar von uns schon mal Videos gesehen zu den Vorgängerspielen. Das hat noch keinen Koop, noch keinen Multiplayer-Modus. Das heißt, wir werden jetzt gemeinsam den Start vom Spiel getrennt voneinander leben. Also wir keinen, mit oder? Euch, aber wir getrennt. Und quatschen dann am Ende nochmal kurz darüber. Wir gucken uns mal den Andi kann dir die Regeln jetzt nicht mehr erklären. Also, jeder hat eine halbe Stunde und dann treffen wir uns wieder. Viel Spaß. Erstmal die Handbremse lösen und ich bin ja froh, dass es hier nochmal einen Nachfolger zu gibt. Der sieht ehrlicherweise ziemlich so aus wie der davor. Oh mein Gott, der Wendekreis ist ja insane beschissen. So, 30 Minuten laufen. Hier, fahr los. Abmarsch. Der Wendekreis ist jetzt schon eher geht so. Ah, man muss erstmal die Handbremse lösen. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Ich glaube, Peter nicht. Alter, was habe ich denn für einen Wagen? Wir fahren erstmal bis zur Kreuzung hier. Das ist ja gar kein Problem an der Stelle, ne? Und rein. Schön auf Lock. Ne. Lange nicht mehr so ein Spiel gespielt. Das ist die allererste Expedition im Singleplayer-Modus. Also wir haben sozusagen das Tutorial gespielt und gut ist. Deswegen erwarte ich jetzt keine großen Schwierigkeiten. Wir kriegen ja auch noch so Sachen erklärt, wie zum Beispiel die Minimap. Die gar nicht so mini ist, die ist sogar Maxi. Und wir müssen zum Teich und unser Echolot dann benutzen. Und einmal losfahren. Ich liebe diese Spiele, die sind so ein super Stream-Spiele auch, so um sich zurückzulehnen. Zwischendurch hast du immer so Challenges. Ich liebe, wie sie aussehen und die Physik dahinter, wie die gerade weggebounced sind. Da ist auf jeden Fall immer gut was zu tun. Und wir haben schon im Tutorial gelernt, dass eine der Neuerungen ist, dass man jetzt auch den Luftdruck on the fly zum Beispiel einstellen kann. Okay, was fick ist das denn jetzt hier? Ah, hoch da, jawohl. Und ich finde voll geil, dass man jetzt hier sogar den Reifendruck auswählen kann. Es gibt mal Gas da! Wieso fährst du nicht? Du bist doch ein Geländefahrzeug, oder nicht? Ob ich hier schon festhänge? Was ist das für eine Straße, die hier gebaut wird? So, jetzt darf ich da nicht festhängen, jawohl, so. Fahre ich direkt schon mit Allrad? Macht das Sinn? Ich denke schon, ne? Weil hier geht es ja auch bergauf, da muss man ja auch ein bisschen härter arbeiten, so. Wir müssen jetzt das Echolot überprüfen. Sammle Gegenstand ein. Muss ich jetzt durch diesen Fluss fahren? Okay, wir müssen jetzt erstmal Geräte benutzen, und zwar das Echolot. Okay, das ist ja auch fucking crazy. Ich würde mal sagen, grün ist gut. Eventuell machen wir mal Allrad an. Das ist doch alles gelb und grün. Ist doch alles Titte. Alles gut noch. Ja, ein kleines Ding ist kaputt gegangen. Ist okay. Handeln. So. Also aber schon tief hier, ne? Nicht, dass der Motor mir absäuft, du. So, warum muss ich denn da lang fahren? Warum kann ich nicht über den Berg fahren? Ach du Scheiße, was passiert hier? Habe ich Sachen verloren? Wir nehmen die Funkstation einfach mal mit hier. Die lag hier einfach am Boden, die haben wir jetzt mal mitgenommen. Und die bauen wir da vorne mal an. Na, da starten wir die Drohne, geil. Das da vorne ist ein passender Ort, geil. Und hoch. Kein Problem. Fliege mit der Drohne zur Bergspitze. Das kriegen wir hin. Boah, geil. Guckt euch das an, Junge. Haben wir gemacht. So, und hoch. Jetzt hoch den Berg. Jetzt, ab jetzt wird interessant. Den Reifendruck haben wir schon mal richtig gemacht. Ich glaube, schon mal wichtig. Ja, wir bleiben einfach dabei. Was ist denn jetzt das Problem hier? Hier ist doch... Warte mal. Das ist doch grün-gelb. Warum ist der Wasserstand so krass gefährlich? Jetzt mach doch mal! Jetzt können wir mit der Drohne rumfliegen. Jetzt fühle ich mich wie bei... Lass mal dieses Rennspiel von Microsoft. So fühle ich mich auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Diese Bergspitze, so. Wie kommen wir hin? Wir müssen wahrscheinlich hier rechts fahren. Einmal um den Berg herum, genau.
hier hoch, da hoch. Und dann können wir auf die Bergspitze kommen. So, zurück. Dann machen wir das doch mal. Ich glaube, wir bleiben in unserer niedrigen Einstellung. Das verbraucht zwar mehr Kraftstoff, aber wir müssen hier jetzt auch gerade wirklich einen übelsten Berg hoch. Mit Differentialsperre und allem läuft das. Um Sprit zu sparen, können wir das jetzt auch alles aufmachen, ausmachen und wieder auf Auto stellen. Oh ja, eine gute Runde so Mudrunner Games. Immer geil, ey, immer geil. So, komm. Jetzt müssen wir alle auf Lock geschafft haben. Allrad! Rümpel, Rümpel, Tümpel, Tümpel. Ja, gefährlicher Wasserstand, deine Mutti. Ja, guck mal, Alter, der saugt sich hier hoch, der geile Truck. Oh, so nämlich. So, Automatik. Stufe abgeschlossen, ja, danke. Jetzt muss ich da hoch? Oh, das könnte aber tricky werden. Ah, dafür haben wir eine Winde, die gute alte Winde. Die wiederum kennen wir. Ups. Ja, ich arbeite dran und hoch da. Komm, hoch, 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 hoch. Ja, kriegen wir alles hin. Ganz entspannt, ganz entspannt. So, noch leicht Gas geben. So. Ja, jetzt wird hier abgehandelt. Schau dich mit dem Fernglas um, machen wir sofort. So, Gerät. Aufweia. Aufweia. Das ist ja ganz schön wobbelig hier. Jetzt weiß ich ja, warum ich ja nicht mit dem Fahrrad gemacht habe. Ich habe ja so eine Satellitenschüssel dabei. Oh oh. Ja, guck mal. Weiter. Schneller. Fliege mit der Drohne zu einer Bergspitze. Oh oh. Sollte ich hier etwa gar nicht hin? Hier, fliege um neu markierte Punkte. Das ist jetzt nicht euer Scheiß Ernst. Finde einen Weg, um den Berg hinaufzufahren. Oh nee! Oh nee! Chef, ich hab mal Löhr. Oh, das ist doch. Ich bin. Oh ja, jetzt rückwärts da hoch. So. Zack, geil. Stufe abgeschlossen. Mega, jetzt muss ich da hoch, oder? Stufe abgeschlossen. Die Winde findest du auch. Was für eine Winde? Ich hab keine Winde. Also ich habe eigentlich am Auto keine. Doch, habe ich eine Winde? Okay. Stelle die Radiostation. Ja, mega. Okay, wir können da jetzt mal schön hingucken. Da hinten ist ein Luftabwurf. Moment, ich habe gerade nicht rausgefunden, wie ich zoomen kann. Ah ja, da RB so. Da, Luftabwurf. Geile Items, die wir gebrauchen könnten. Nutze die Drohne, um alle markierten Gebiete zu entdecken. Okay, how hard can it be? Let's go. Ich bin überrascht. Das ist weniger fahren, als ich es noch aus den Vorgängern kannte. Oh, noch ein Luftabwurf. Nice. Ja, da, easy, können wir da durch den Fluss fahren. Gar kein Problem. Mit der Drohne kannst du unerforschte Gebiete der Karte erkunden. Öffne die Minikarte. Was sagt mir das denn immer alles? Soll ich hier das schwarze Zeug jetzt wegmachen, oder? Wie neuer Luftabwurf. Oh! Ah! Okay. Ich schau dich mit der Drohne um. Hab ich doch schon! Oh mein Gott, muss ich jetzt da hin und mich mit der Drohne nochmal umschauen? Dein Ernst? Mit der Drohne kannst du unerforschte Gebiete der Karte erkunden. Ernsthaft jetzt. Was habe ich denn da noch nicht erkundet? Hat sich hier noch irgendwo was versteckt? Wir sind bei 89%.
93%, 95%. So. Gelange zum nächsten Punkt. Ja, da habe ich schon gestanden. Kehre zur Basis zurück. Stelle den Truck ab. Während der Expedition kannst du dein Fahrzeug jederzeit bergen und in den Feldstützpunkt zurückbringen. Öffne die Minikarte. Finde und wähle einen Feldstützpunkt. Das ist dann wohl der. Das ist doch der hier, oder nicht? Der blinkt doch sogar. Finde und wähle einen Feldstützpunkt mit A aus, um anschließend Bergung zu verwenden. Kann ich nicht. Finde und wähle den Feldstützpunkt aus, um anschließend Bergung zu verwenden. Ha. Finde und wähle den Feldstützpunkt aus. Was ist doch... Feldlager. Aha. Scheiße, irgendwo fehlt mir noch was. Wo denn? Ah, ich hab's geschafft. Okay, ich hab's nicht hundertprozentig verstanden, aber ich hab's geschafft. Okay, es ist auf jeden Fall anders als die Vorgänger. Oh, na, komm mal schon weg. Okay, wir gehen einfach zur Basis zurück. Ah, wir lernen jetzt bergen. Ich will den Feldstützpunkt auswählen, um bergen zu nehmen, aber ich kann es nicht tun. Oder ist das nicht der Feldstützpunkt? Das ist da der Feldstützpunkt. Da ist übrigens noch ein Fragezeichen. Öffne die Minikarte. Finde und wähle einen Feldstützpunkt aus. Hä? Ah, man hat ja schön geschafft. Mit den Bergen. Dann gehen wir jetzt reparieren, oder was? Geil, wir haben es geschafft. Nimm weniger als 200 Schaden. Geil, da gibt sogar Money Money, oder was? Ja, ist ja in Sané. 17 erlittener Schaden. 3250 haben wir verdient. Geil. Ich bin so reich. Insane. Wieder eine Absage. Ja. Expedition, das sind die Hauptmissionen. Wenn du Fortschritte im Spiel machst, bla bla. Okay, jetzt brauche ich einen Metalldetektor. Aha. Muss ich mir irgendein Wägelchen aussuchen. Ah. 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 Ist das irgendwie buggy, dieses Spiel? Ah. Ja, man muss zwischendurch einfach mal dieses Spiel neu starten, damit es klappt. Und schon sind wir geborgen. Kehre zur Basis zurück und stelle den Truck ab. Ich kann hier nichts auswählen. Kehre zur Basis zurück und stelle den Truck ab. Außenposten, Feldlager. Da kann ich jetzt Bergung sagen. Gratis Bergung. Aha. Oh, es gibt jetzt verschiedene Regionen. Alter, wir können in die Karpaten. Ich meine, die anderen... ich habe ja schon Bock, in die Karpaten zu gehen. Darf ich das einfach schon? Prolog. Ja, einfach instant in die Karpaten gehen, oder? Was brauche ich denn? Ich brauche einen Logistiker. Kann ich das denn schon machen? Oh, der kostet Geld. Connor Erickson! Gibt dann nochmal... Das ist auch ein neues System. Hast du mehr Kraftstoff? Kannst mehr scouten? Dann nehmen wir schon mal Connor Erickson mit. Und dann brauchen wir noch einen Truck. So wie den Step, den wir gerade hatten. Und wir brauchen relevanterweise Stellschraube und Bodenanker. Damit können wir einen Ankerpunkt kreieren. Außerdem nehmen wir den Rest einfach mit, ne? Ich meine, why the fuck not? Und vielleicht geben wir uns noch die Gönnung, dass wir eine Pritsche mitnehmen. Damit wir noch sowas wie... Ich brauche nicht, ob wir den ganzen Scheiß dabei haben müssen. So eine Bohranlage brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber vielleicht ein bisschen extra Kraftstoff, ein bisschen Ersatzteile und Ersatzräder sind vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir stellen uns einfach auf das Schlimmste ein. Denn wir befinden uns jetzt in den Karpaten sofort. Geil, guck mal, wie schön das aussieht mit dem Grün. Das gefällt mir viel besser als dieses ewige Brown in Brown. Hoffentlich gehen jetzt nicht alle in die Karpaten. Oh, ist dunkel.
Okay. Fahre zur Basis. Ausfahrt. Wie kann ich denn einen Metalldetektor kaufen? Also hier offensichtlich nicht. So, keine Ahnung. Ich nehme das jetzt. Spiele hier mit dem wieder. Ich kann hier keinen Metalldetektor kaufen. Frag aufrichten, nur wenn das Fahrzeug auf dem Kopf steht. Auch nicht. Bodenanker. Auch nicht. Einsetzen. Ich darf nicht einsetzen. Verstehe das Spiel nicht. Das Gerät nämlich natürlich da hier den Metalldetektor, Metalldetektor mit. So. Anforderungen haben wir. Rein. Feldlager? Nee. Sehr gut. Expedition starten. Das heißt, wir fahren jetzt hier einmal links über das Gebäude rum. Woher, was ist das da für Gebiete? Weiß ich nicht. Baumodul? Ah, ein Grundversorgungslager. Cool. Okay, macht nichts. Wir fahren jetzt hinter das Gebäude. Ich nehme mal bitte L, das Licht anmachen. So, hier links. Finde Upgrades. So, Gerät. Rein. Okay, direkt hier vorne ist es. Grünes Signal. Quasi hier, richtig? Ne, grünes Signal ist sogar noch ein weiter. Okay, können da links lang fahren. Achso, Leute, die Gebiete werden hier auch gezeigt. Ja, okay. Fahren wir einfach da dran vorbei. Oh, lol. Das war richtig schön schmackofatzig gegen den Baum gecruised. Einsetzen. Starten. Okay, fahre zum Punkt. Theoretisch kann ich hier noch Kraftstoffersatzteile und Räder holen. Baumodule. Baumodule? Baumodule? Man kann die Basis richtig aufleveln mit Grundversorgungslager und so ein Kram. Das ist ja mega geil. Hier kann man auch nochmal das Inventar voll machen. Ich könnte das jetzt bauen. Habe ich das jetzt gebaut? Oh, ich hab's gebaut. Ups. Dadurch kann ich mir regelmäßig Ersatzteile und Kraftstoff und sowas mitnehmen. Brauche ich aber nicht, glaube ich. Hoppla, hab direkt die Basis aufgewertet. Sehr gut. Hier haben wir schon sogar hier richtig schön Bäume auf dem Boden, Baumstämme auf dem Boden gepackt. Okay, wir gönnen uns erstmal den Aussichtspunkt. Warte mal, wie komme ich denn da hin? Immer die wichtigste Frage in diesem Spiel, wie zum Fick kommt man denn da hin? Und dann muss man immer diese geile Map interpretieren. Also der Aussichtspunkt ist da. Das heißt, ich würde behaupten wollen, wir fahren hier querfeldein gleich. So. Sehr gut. Haben wir gefunden. Schon mal gut. Okay, finde ein blaues Signal. Zu welchem? Der hinter mir? Da sollen wir hinfahren? Hä? Dahin? Zum Feldlager? Das finde ich alles höchst merkwürdig. Warte mal. Aha! Alter, also, ja, okay. Ja, wie gesagt, das ist vielleicht nicht so einfach für einen, der noch nie gespielt hat. So, jetzt aber. Oh, kann ich das heller machen? Heißt denn Zeit überspringen? T. Ah, guck mal. So, setze den im angegebenen Gebiet ein. Ich weiß nicht so ganz, wo die hinführt. Die führt eigentlich... Na egal, wir fahren da vorne rechts. Das sieht aus wie eine Kreuzung. Die ist irgendwie auf der Straße nicht richtig eingeblendet, aber egal. Hier rechts ist ein Weg. Den können wir auf jeden Fall nehmen. Weißt du was? Ich will auf jeden Fall Allrad jetzt hier anmachen. Das ergibt ja sonst alles keinen Sinn. Wenn wir ja auch ein bisschen vorankommen, ne? Okay, geil. Wir sind jetzt bis hier gekommen. Das war sehr stark. Ich muss auch sagen, die Lampen sind insane. Kann ich da
das nochmal irgendwie... Kann ich nochmal irgendwie krassere Lampen... Mal irgendwie Fernlicht. Wie kann ich Fernlicht anmachen? Wenn du umkippst, öffne das Inventar, wo deine Hubspindel findest, benutze sie, um dein Auto wieder auf die Räder zu stellen. Dieser Gegenstand hat eine begrenzte Anzahl von Anwendungen. Oh, oh. Ich will die Hubspindel jetzt nicht ausprobieren. Ich brauch die doch gar nicht. Noch nicht. Ist das alles wackelig hier? Ach so. Ja, wir fahren einmal ein bisschen weiter außen rum. Ich glaube, es wäre klüger gewesen, diese Kurve nicht so eng zu nehmen und ein bisschen weiter außen rum zu fahren. Okay, Scheinwerfer. Ah, Scheinwerfer, wir haben gefunden. Das letzte, was ich mir angeguckt habe. Nice! Okay, da hinten müssen wir hin. Aua. Das war ein Versehen. Haben wir hier vielleicht... Oh nein, da ist ein Baumstamm. Egal, der ist zerstört. Haben wir hier im Wasser lang. Ja, bei diesen Spielen ist der direkte Weg selten der korrekte. Sondern da, also so einfach Brain-Dead-mäßig gegen Bäume zu fahren, bringt halt nie was. Deswegen immer schön Bäume umschiffen. Auf dem Boden liegende Bäume vor allen Dingen, die sind der Teufel. Und jetzt haben wir hier, jetzt müssen wir die trockene Untiefe überqueren. Wieso bin ich überhaupt hier hochgefahren? Und haben wir. Sehr gut. What the fuck? Wie kommst du auf die Idee? So, rechts, 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 rechts. Und hier ist das letzte, oder? Aufgabe anzeigen. Und weil es uns auch mal das Panorama geben. Okay. Oh, ja, gar kein Problem. So. Man muss ja nicht immer dem Weg da folgen. Der ist doch viel zu eng, die Kurve. Naja, falle ich da noch um und muss doch eine Hubspindel benutzen. Da hüpfe ich lieber ein bisschen. Hopp, hopp. Da sieht doch Bombe aus. So, und jetzt? Dahin? Okay, halt, halt, halt. Müssen wir erstmal echoloten. Allrad ist schon aktiviert. Ich denke, da ist Schlamm. Und unter Schlamm sind wir so eigentlich genauso gut. Das heißt, da stellen wir mal nichts um. Okay, das ist nicht der optimalste Untergrund, um hier drüber zu fahren, merke ich gerade. Jetzt geht's hoch. Senke den Reifendruck für bessere Haftung. Okay, das gönnen wir uns auch mal, glaube ich. Niedrigerer Reifendruck. Wir wollen ja eben nicht, dass wir uns überschlagen. Und das sieht jetzt sofort schon sehr, sehr steil aus. Deswegen machen wir hier mal an, was man anmachen kann. So, schöne Aussicht möchte ich deswegen Verfolgung stoppen. Sehr gut. Und dann möchte ich genau hier, dann da vorne wahrscheinlich irgendwo. Da ist das Blaue, jo. Da möchten wir als erstes hin. Okay, das war's schon erstmal. Okay, jetzt hier aber erstmal da und da hoch. Aber wir gucken erstmal, wie weit wir kommen. Rein! Gefährlicher Muddystand. Jawohl. Da geht doch 1A. 1A! So, jetzt vielleicht Differential. Ah, Quatsch. Allrad regelt. Zack. Wenn du eine Winde einsetzen willst, aber keinen geeigneten Befestigung, kannst du den Bodenanker verwenden. Platziere den Bodenanker auf nicht steinigem Boden. Okay. Was? So, und dann? Da müssen wir jetzt die Winde daran festmachen, oder was? Das ist jetzt Mist gelaufen. Tiefe Winde, tief! Oh Gott.
Überall Steine, dicke Steine sind auch immer ein Riesenproblem. Okay, wir schaffen, können das aber schaffen vielleicht. Hierfür sind wir schmal genug. Verwenden das Reifenfüllsystem. Achso, ja, habe ich ja. Niedriger Dingens. Und die Winde. Ja, die Winde ist gerade ein bisschen schwierig, aber wir versuchen es gleich. Wenn wir nicht mehr weiterkommen, vielleicht brauchen wir die Winde auch gar nicht. Man muss auch mal ein bisschen Vertrauen in die Maschinen haben. So, an dem Moment, das war eine Sidequest. Aber der Moment. Zurück, zurück. So, weil im Hauptquartier. Wenn wir natürlich keine Sidequest machen, wir machen gerade die Hauptmission hier. Und deswegen zack. Steinfurt. Stellschraube und Bodenanker nehmen wir mit. Nehmen wir den wieder mit. Mama Winde lösen. Da brauchen wir doch keine Winde, da brauchen wir einfach nur Geschwindigkeit. Siehste. Winde Schminde, sag ich nämlich immer. Winde, ey, so ein Quatsch. Das war's schon? Das war ja läppsch. Da muss ich ja nicht meine Winde benutzen. Ah, da kommt er hoch. Easy Snack. So, komm, gib mal den Ranz hier jetzt her. Handel. Bodenanker. Gib. Na schön. Tschüss. Na, der kleine Truck, das ist ja schon ein Lecke. Muss ich bis dahin hinfahren? Ist ja weiter, als ich dachte. Der Metalldetektor. Also ich hatte immer früher, als meine Mutter noch so einen Jeep hatte... Oh. Als meine Mutter so einen Jeep hatte, musste sie immer stehen bleiben für Allrad. Und das geht mittlerweile so beim Fahren. Guck mal, wie wir es schön nach hier oben geschafft haben. Ist das nicht was Feines? Oh. Müssen wir die alle Sachen mitnehmen? Das ist jetzt vielleicht ein Problem. Ach, die ganzen Sachen braucht doch kein Mensch, ne? Jetzt müssen wir Gebiet erkunden. Wait, what? Da muss ich das Gebiet erkunden? Wieso muss ich denn jetzt hier das Gebiet erkunden? Das ist eine Frechheit. So, nächste. Schwertransport. Entfernung 660, Gelände, Höhenunterschiede. Offroad, Truck, zwei Trucks? Er ist stecken geblieben. Wir müssen ausrücken, seinen Wagen bergen. Du kannst das. Bestimmt. Zibbidi, zip, zip, zip. Zip, 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 zip. Meinst du, wir brauchen ein Ersatzrad für den... R1 haben wir ja. Alter, wir haben Upgrade erhalten. Eine Hochleistungsgetriebe mit höherer Gangzahl, Höchstgeschwindigkeit und Kraftstoffeffizienz kosten einer geringeren Kraft. Ja, es bringt mir ja rein gar nichts, um da jetzt rauszukommen. Aber wir haben ein Upgrade versteckt. Immerhin. Ich bin ja natürlich auch in der scheiß Matschepampe drin, ne? Das ist ja klar. Die Winde bringt mir gar nichts. Uiuiuiuiui. Ja. Oh no! Oh. Ui. Das ist schon stressig, da rauszukommen. Oh, so easy. Hoch. F, ja. Wir sind doch hier bestimmt alle so auf... Ist das hier Fels? Nee, noch nicht so wirklich, ne? Lohnt sich noch nicht ganz, Luft ausreifen zu lassen. Wobei, hier sind schon so ein paar Felschen. Also, da würde ich schon sorgen. Reifenfüllsystem sagt, mach mal Hälfte. Da kommen wir hier bestimmt noch besser durch. Huppidi-hupp. Augen zu und durch. Jawohl. Ich bin ja mal mit Peterson mit so einem Unimog gefahren. Das war richtig cool. Da hast du wirklich das Gefühl gehabt, der kann überall lang. Mann, wer hat denn die Steine dahin transportiert? Wer arbeitet denn hier?
Warum kann ich denn nicht hier einfach einen Straßenbausimulator fahren, spielen, whatever? Das ist halt zum roten Signal. Das ist halt komplett auf der anderen Seite. Dann müssen wir jetzt ein ganzes Stück fahren. Dann kann ich ja jetzt hier eh machen, weil wir sind eh schneller. Und dann fahren wir da jetzt lang. Ich glaube, da fahren wir nicht lang. Da ist kein richtiger Weg. Kann ich hier lang fahren? Bestimmt, oder? Wollen wir mal hoffen, dass es jetzt nicht zu Überschlägen kommt. Ich gucke mir nochmal kurz die Map an, aber das könnte schon wirklich der beste Weg runter sein. Ja, keine Ahnung. Nee, das sieht auch super steil aus. Hoffen wir mal das Beste, wa? Runter ist immer leichter als hoch. Guck mal, wie easy wir hier einfach runter... Oh Gott. Okay. So, schön, schön, schön. Jetzt hier hoch. Jawohl. Wir hätten einfach nur durchfahren müssen. Geil. So, pass auf, bevor wir das jetzt machen, wenn du eine, aber keine, kannst du den Boden auch verwenden. Okay, machen wir sofort. Ne, das nicht. Das? Ja. Dann haben wir den Motor. Wird hier wieder krass abrepariert, die Geschichte. So, jetzt machen wir den Bodenanker. So, okay. Geil, haben wir. Zum Hauptquartier. Alter, Junge, ich bin so krass einfach. Ich bin so unfassbar krass. So. Irgendwann, um den mit der Winde da rauszuziehen, muss ich von vorne kommen, oder? Mir fällt gerade auf, dass es vielleicht nicht so klug ist, da reinzufahren, wo der sich festgefahren hat. Wer sagt mir denn jetzt, dass ich mich hier nicht festfahre? So, liefere den Truck ab. Fest. Verwende die Winde, um einen Truck aus dem Sumpf zu ziehen. Sobald die Winde gesichert ist, starte den Motor des abgeschleppten Trucks. Aber, wie soll ich den denn von hier wegziehen? Das ist doch Quatsch. Hä? Ich kann jetzt nur noch die Winde öffnen? So ein Blödsinn. Lass mich doch erst zurückfahren. Wieso ist das Licht wieder aus? So, von hier aus könnten wir doch wahrscheinlich Easy Snack die Drohne fliegen lassen. Oh Gott, man kann nicht abstürzen mit der Drohne, sehr gut. Alter, diese Drohnensteuerung ist ja insane schwierig. Okay, ist irgendwie nicht so geil. Da müssen wir noch erkunden. Heißt, eigentlich fahren wir besser zum Lager zurück. Geh weiter. Vielleicht sogar hier auf die Markierung. Neue Mission entdeckt. Schöne Aussicht. Unweit des Camps soll es offenbar malerische Panoramaausblicke geben. Lass uns gemeinsam auf die Entdeckungsreise gehen, um diese herrlichen Orte zu erkunden. Ja, aber... Moment. Habe ich jetzt eine neue Mission gestartet? Wo ist denn meine alte hin? Ich will da hinten zu meiner alten Mission. So. Ist ja quasi ein Kindergeburtstag hier, was hier noch passiert alles. Eigentlich irgendwelche Leute, die auch in echt solche Strecken fahren. Das ist genauso okay. Also rechts an der ein tiefer lang. Es ist fein, ist fein, ist fein. Komm da raus mit dem Karren! Zieh! So zieh doch! Expedition. Geil, haben wir geschafft. Berge den Truck weniger als zweimal. So einfach. Weiter. Was ist das? Handel. Ja, komm, gib her. Achso. Das ist mein quasi normaler Benzintank und ich kann jetzt gar nichts mitnehmen, weil ich so ein kleines Kackauto habe. Na gut, okay, wir begeben uns mal auf die schönen Aussichten. Huch. Da ist ein Auto. Oh. Da sind ein paar Bäume im Weg. Da sind wir auch fast am See. Weil ich rush hier aber auch durch die Missionen durch. Ja, das ist gut. Oh, nicht gut. Oh, oh. Ja! Geil!
geil, dass wir das gemacht haben. Und haben wir. Liefere den. Verwende die Winde um einen Tag und nutze sie. Sobald die Winde gesichert ist, startet der Motor des abgeschleppten Trucks. Moment, aber dafür muss ich mich erstmal richtig hinstellen. 9 Motorschaden? Was? Der Motor Fehlfunktion hier. Muss da wieder Allrad machen. Wenn es hier bergauf geht, dann ist ja anstrengend. Oh. Der Grip ist nicht so da. Jetzt habe ich natürlich keine Drohne dabei. Das macht das alles natürlich mal immens schwieriger. Eine Sekunde, bin sofort da. Ja, das ist, ich stelle mir das jetzt so vor, dass die hier alle so sind wie diese Vögel, wenn die Mutter kommt. Das und alle was kriegen. Zack! Nachschub geliefert. Apex Europe gibt 4800. Und da wir weniger als 200 Schaden bekommen haben, gibt es nochmal 500 extra. Geil. Kann ich mich jetzt hier einfach frei bewegen, theoretisch? Denn man muss nicht Missions machen, sondern kann hier theoretisch einfach fahren, was natürlich relativ teuer ist, aber drauf geschissen. Vor allen Dingen muss ich mich jetzt mal reparieren und theoretisch tanken. Das kann man mittlerweile auch ziemlich on the go machen, so wie man jetzt hier sieht. Ich habe meinen kompletten Tank, den ich mitgenommen habe, aufgebraucht. Da lang, ja. Wunderschön, ja. Jetzt brauche ich die Winde. Ui. Alter, ich hau mir so viel Schaden, ne? Ja, komm jetzt. Schaffst du schon. Juhu! Das ist jetzt die malerische Aussicht. Ne, Quarz. Hier, das ist der Shit, den ich dabei habe. Ja, okay. Verkaufen kann ich hier jetzt nicht direkt. Ich weiß nicht ganz, was ich mit dem Quarz machen kann. Da ist ein... Man sieht hier links die Module, die Trucks, die Spezialisten, die Sachen, die man halt so hat. Außenposten haben wir hier auf der Map bisher nur dieses Feldlager gefunden, aber die Maps sind in der Regel riesig. Oh, hier sind Fragezeichen gewesen. Oh mein Gott. Wieso sind hier... Achso, nee, da bin ich doch drüber gelaufen. Die Zeit ist auf jeden Fall um. Mal gucken, was die anderen sagen. Boah, langsam war sicher, wenn sich hier bewegt. Heißt, die Zeit ist schon abgelaufen. Sehr gut. Scheiße, werde ich nicht mehr schaffen. Aber wir sind bis hierhin erstmal gekommen. Ich bin gespannt, wie weit die anderen gekommen sind. Das Spiel ist fett. Come on! Ich habe vergessen, den Motor zu starten. Naja, passiert. Kein Gebrauch aus dem Inventar heraus. Okay. Aber die Zeit ist abgelaufen. Oh nö! Ja, blöd. Habe ich nicht geschafft. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie ich mich aufrichten könnte, weil ich das Ding nicht benutzen kann. Vielleicht nicht mit der Winde oder so? Nee. Echolot, Fernglas, Drohne. Da darf ich das nicht benutzen. Naja, mal gucken, wie weit die anderen gekommen sind. Was passiert eigentlich, wenn ich hier runterfahre? Das war schneller. Muss ich zwar reparieren? Aber dafür ist der Easy Snack weggemacht. Und ich bin schneller. Das ist doch eigentlich schon ein sinnvoller Weg, oder? War jetzt schon nicht so dumm. So, wo ist denn da jetzt der Weg da hoch? Hier, ne. Oh Gott. Zeit ist rum. Halbe Stunde. Jetzt habe ich geschafft, 2,5. Hätte ich jetzt gesagt. Oh, ich glaube, ich hänge hier fest. Oh, oh. Wir bergen mal schnell. Ganz easy. Ja, mal gucken, wie bei den anderen lief. So, jetzt haben wir alle mal reingeschnubbert. Und meine erste Frage an euch ist, was bei euch auch so buggy wie bei mir? Ja. Nee, bei mir nicht. Ja, der hat irgendwie gesagt, ich soll irgendein Lager auswählen. Aber der durfte ich nicht auswählen. Und ein bisschen schon, aber so richtig buggy würde ich nicht sagen. Ich musste einmal ins Hauptmenü zurück. Zweimal musste ich das auch machen, weil sonst ging es nicht weiter, weil ein Bug mich davon abgehalten hat, weiterzumachen. Da stand, bau die Radiostation auf. Ist ja, welche Taste war denn nochmal? F. Ach nee, F war ja die Winde. Moment, F war aber dann doch letztendlich das Aussuchen. Und dann drücke ich jede Taste auf der Tastatur, hat nichts funktioniert, musste ins Hauptmenü gehen und dann konnte ich wieder F drücken. Ja, genau, das musste dann eingeblendet werden dafür. Und das fand ich ein bisschen überraschend.
Also ich finde es so schön und cool wie eigentlich den Vorgänger, aber ein bisschen schlechter, weil die, ich habe Bugs und ist sowas wie die Drohne und so, finde ich keine gute Besserung. Das finde ich eher eine schlechte Veränderung, muss ich sagen, weil die sich auch schlecht steuert zum Beispiel. Meinst du, braucht die Drohne im echten Spiel? Weiß ich nicht. Gute Frage. Du hast auf jeden Fall die Möglichkeit dann auch so, wenn du so Sachen erkundest. Ich fand das Erkunden mit dem Auto immer das Coolste. Kann man natürlich auch machen. Du musst die Drohne ja nicht benutzen, theoretisch. Das ist schon richtig. Ja, also ich bin jetzt in Mission 4 gerade und muss sagen, ich fühlte mich schon sehr gefordert. Wofür erkundet man denn in diesem Spiel überhaupt? Um quasi die Map zu erkunden, neue Sachen zu finden und dann irgendwann Missionen zu machen. Ich bin übrigens in die Karpaten gegangen. Ich bin direkt nach der ersten Mission, hat man ja die anderen Dinger freigeschaltet, bin ich direkt in die Karpaten gegangen. Let's go. Oh, das war auch sehr schön. Ich schön dachte, grün. Das dürfen wir nicht. Wie die Eifel. Ist auch hab schön. Ich habe auch einfach die weitere Mission gemacht von dem ersten Expeditionsding, weil ich dachte, das war nicht so. Der erste Gedanke, den ich hatte. Boah, ab in die Karpaten. Ach nee, Moment. Wir müssen wahrscheinlich. Egal. Aber ist ja gut, dass du das gezeigt hast. Ja, genau. Ich wollte einfach so viel wie unterschiedliche Sachen wie möglich zeigen. Ja, okay. Also, ich habe es leider nicht geschafft, diesen LKW da rauszuziehen. Genau, da bin ich auch gerade dran. Also da bin ich gerade dran, aber da hat die Zeit geendet einfach. Okay, genau, bei mir auch. Ich war bei Metalldetektoren und dann war ich, irgendwann musste ich da irgendwelche Aussichtspunkte angucken. Ja, nee, der Aussichtspunkt, der war für mich eine Sidequest, deswegen habe ich den nicht gemacht. Ach so. Ja, blöd. Also, ist schon cool. Ich habe ja viele Streams zum Vorgänger gemacht, aber da sehe ich jetzt erstmal nicht die Notwendigkeit. Mal gucken. Vielleicht, wenn Koop irgendwann da ist. Noch nie gespielt. Und also die Missionen, die wir gerade gemacht haben, die waren 10 von 10 boring. Okay, also Alter, dieses Rumfahren einfach nur und ein bisschen hoppeln und... Das Rumfahren ist so, das ist der Gameplay-Loop, den man halt enjoyen muss, um so ein Spiel zu enjoyen. Ich finde das immer sehr entspannt. Bei ETS finde ich das irgendwie cooler. Ja, okay. Das war Expeditions, a Mud Runner Story. Wie findet ihr das denn, falls ihr das schon habt? Vielen lieben Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Bis dahin, haut rein. Tschüss.